Der Nobelpreis für Physik 2020 ist in ein ganz klassisches Gebiet der Physik, nämlich die Kosmologie, vergeben worden. Es geht um schwarze Löcher, und schwarze Löcher beruhen auf einer theoretischen Vorhersage von Albert Einstein. Allerdings realistische schwarze Löcher konnte man erst berechnen mit Formeln, die Roger Penrose, einer der drei diesjährigen Laureaten, gefunden hat. Und anhand dieser Berechnungen auch ist es dann möglich geworden, experimentell ein schwarzes Loch in der Milchstraße zu entdecken. Experimentell haben das geschafft die beiden anderen Laureaten, der Reinhard Genzel und die Andrea Goetz. Die haben sozusagen um die Wette geforscht. Der Reinhard Genzel am Max-Planck-Institut in München, dessen Observatorium steht in Chile, das ist das European Southern Observatory. Und die Andrea Goetz hat eine Arbeitsgruppe am zweiten großen Observatorium auf der Welt, nämlich in Hawaii, durchgeführt. Und die beiden haben um die Wette geforscht und sind zu den gleichen Ergebnissen gekommen, nämlich in der Mitte der Milchstraße gibt es ein schwarzes Loch. Wie kann man sowas sehen? Mit Licht geht das nicht, weil es ein Haufen Staub um dieses Zentrum herum gibt, dass sichtbares Licht gar nicht durchkommt. Man muss zu anderen Frequenzbereichen gehen. Radioteleskopie wird dort gemacht. Und man muss sich das ein kleines bisschen so vorstellen, wie die Planeten in Ellipsen, das hat der Kepler erforscht, um die Sonne kreisen, so kreisen Sterne um dieses Zentrum der Galaxie, und die Sterne Ellipsenbahnen lassen dann Rückschlüsse auf das schwarze Loch zu.